Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga-Analyse hier bei uns auf KRONE TV. Natürlich wieder mit Michi Konsl und erstmals mit mir. Hallo Michi. Servus, hallo. Und dann haben wir gleich so eine spannende Runde. Eigentlich unglaublich, oder? Die letzte in diesem Jahr. Und dann kann man schon sagen, ein paar Überraschungen waren schon dabei und die waren fast dick. Na, unfassbar. Also was sich da abspielt momentan in der Meisterschaft, ist für uns super. Ja. Für die Zuschauer genial, weil einfach irrsinnige Spannung drinnen ist. Ja. Es kann sich Salzburg nicht absetzen, so wie man es eigentlich erwartet hätte. Und deswegen, ja, es ist bis zum vierten Platz ein Punkt. Also was will man mehr? Also für Spannung ist gesorgt und jeder kann sich freuen, wenn es wieder losgeht. Das Einzige, was man sagen können bei den Clubs, die werden sich ein bisschen ärgern, oder? Weil sie haben jetzt schon viele Chancen ausgelassen, da oben anzudocken oder auch die Salzburger, die ja eigentlich immer die Gejagten sind, da zu ärgern. Also das muss schon für viele Vereine schon so sein, dass ich sage, boah. Ja, es ist schon extrem bitter. Ja. Man hat sehr viele Chancen schon ausgelassen. Rapid hätte schon einige Male die Chance gehabt, sich ganz vorne festzusetzen. Und der Last geht es auch zuletzt. Also ja. Normalerweise sagt man, und Salzburg so viele Chancen hergibt, sollte man die fast nutzen, weil es wird wahrscheinlich nicht so weitergehen, dass Salzburg so viele Chancen hergibt. Das kann man. Der LASK hat das ja im vorigen Jahr bewiesen, wie es gehen könnte. Davor war ja Salzburg eigentlich ein Dominator, weil du Rapid angesprochen hast. Die waren ja in den letzten zwei Jahren, ich glaube, 12 und 17 Punkte dahinter. Also das ist schon ein bisschen was. Und wenn man dann heute einen Blick auf die Tabelle wirft in der KRONE, dann sieht man, da ist noch vieles drinnen. Fangen wir aber an mit dem ersten Spiel. Salzburg gegen den WAC. Ein Spiel, wo ich eigentlich sage, der WAC in letzter Zeit in der Meisterschaft nicht so auf Touren gekommen. Die Salzburger, ja, kennt man, daheim gegen den WAC noch nie verloren und dann das. 1:0 Scherzer, gleich drauf das 0:2 von Jovelic, aber dann sind die Salzburger zurückgekommen. 1:2 Berischer, 2:2 Daka und am Schluss hat dann noch Beres zugeschlagen für also den WAC. Für mich oder für viele unerwartet, dass das so einen Verlauf nimmt, aber der WRC schwimmt auch auf seine Erfolgswelle dahin, also wie sich der international verkauft hat, war sensationell, Meisterschaft, du hast das gesagt, sehr schlecht gestartet, ja. aber jetzt haben sie jetzt eindrucksvoll irgendwie zurückgefunden in die Meisterschaft und ja, die erste Halbzeit war der WRC extrem stark, mutig, also so wie sie halt auch international immer aufgetreten sind bisher. Und die Salzburger möglicherweise vielleicht ein bisschen zu leicht genommen, die Partie, nach dem eindrucksvollen Cup-Sieg gegen Rapid. Vielleicht ist man da ein bisschen schlecht in die Partie gegangen von der Einstellung her. Und der WRC hat das genial gespielt, muss man ehrlich sagen. Ja. Man hat den Druck sofort weggenommen, mit hohen Bällen agiert, schnell in die Spitze gekommen und extrem effizient, ja, das muss man schon sagen. Das kann man schon so sagen. Beres dann mit dem 3:2 Siegtreffer. Sie dürfen sich über den ersten Sieg also bei den Salzburger freuen. Slatko Junovicic hat im Interview nachher gesagt, sie hatten einen sehr schweren Herbst, aber sie haben das trotzdem sehr gut gemacht. Drei Niederlagen hat es bei den Salzburger nach 12 Runden zuletzt im Jahr 2014 gegeben. Also auch schon eine Zeit lang her, oder? Ja, man ist es einfach nicht gewohnt, ja, dass Salzburg so viele Chancen zulässt für die Konkurrenz. Aber da muss man schon den Nuduzovic auch recht geben. Es war verdammt schwierig, Champions League, viele Spiele, jeder kennt die Situation. Es haben alle Vereine ihre Probleme gehabt und Salzburg genauso. Ja. Es ist dieses Jahr sowieso ein ganz seltsames und eigenartiges und extrem schwieriges für jeden einzelnen Profi auch. Das muss man einmal sagen. Das ist nicht so einfach, das alles wegzustecken. Und ja, sie sind teilweise irgendwo auch so in diesen, ja, diese Fehler haben sie zu Beginn einmal gemacht, wenn du dich erinnerst, das ist zwar schon ewig lang her, sehr lang, aber man hat sehr, ja, auf die Defensive einfach zu wenig Augenmerk gelegt und hat sehr, sehr viel Tore gekriegt. Und das ist ihnen in der Champions League irgendwie auf den Kopf gefallen und in der Meisterschaft auch, ja, also da muss man, wenn man sagt oder wenn man jetzt kritisiert, müsste man sagen, ja, man müsste ein bisschen mehr Augenmerk auf die Defensive legen und nicht nur alles nach vorne. Also, weil es kann einfach nicht gehen, weil Chancen kreieren sie ja immer wieder sehr viele, aber es geht halt auch nicht jeder Schuss ins Tor, weil da gibt es ja einen Gegner, der sich wehrt. Und dann ist man doch bei den Gegenstößen, wenn es so wie der WRC so spielt, so schnell, so schnörkellos, dann sind sie einfach anfällig. Und
da müsste man wahrscheinlich aus Salzburger Sicht jetzt den Hebel ansetzen. Aber das weiß der Trainer viel besser. 15 Tore in 12 Spielen, das ist genau diese Quote, was du gesagt hast, dass eindeutig zu viel ist auch. Aber man muss ja auch sagen, die Salzburger haben viele Spieler verloren. Die Salzburger haben sehr gute Spieler verloren und eigentlich ihr Spiel, ihr druckvolles Spiel nach vorne, was ja die Gegner eigentlich zermürbt hat. Und wenn da mal ein Haaland weg ist und so gleichen, ist da halt schon viel, was man erneuern muss. Ja, sie bringen es aber immer wieder zustande. Also sie verlieren Spieler, sie entwickeln Spieler, es kommen neue nach und das ist das Eindrucksvolle. Ja. Auf einmal explodiert wieder ein Soboslai, ja. Der war ein Berischer. Ein unfassbarer Spiel. Berischer jetzt zuletzt. Also was da wirklich geleistet wird und die werden dann immer wieder abgeworben. Also es ist verdammt schwer und deswegen muss es auch Rückfälle geben. Es ist ganz klar, dass man das nicht nur, dass das nicht nur nach oben geht und vorwärts geht. Aber ja, für die anderen gibt es eine Möglichkeit, gibt es Chancen. Für uns ist es perfekt, wenn es spannend bleibt. Also ich würde jetzt auch nicht alles schlecht sehen, sondern es ist eine verdammt schwierige Zeit und es waren anstrengende Spiele. Und das eine oder andere Mal hat man vielleicht nicht in den Rhythmus gefunden. Ja. Die Salzburger gehen also mit einer Niederlage in die Winterpause. Der WRC hat zum ersten Mal dort gewinnen können in Salzburg. Die Austria gegen den LASK, ein 1:1 ist es geworden in diesem Duell. Pichler mit dem Tor für die Austria, dann Traumtor von Goiginger zum Ausgleich und dann 96. Minute. Patrick Prinz gegen Renner, Elfmeter, der Tormann hält. Für die Austria natürlich sensationell, der LASK hat somit die Winterkrone verspielt mit dem 1:1. Ja, es war alles angerichtet, es war ja das letzte Spiel der Runde und der LASK hat genau gewusst, dass sie sich ganz nach vorne setzen können die Winterkrone holen und haben auch so begonnen. Man muss ehrlich sagen, also der LASK hat so wie immer begonnen, sehr druckvoll, die überlegene Mannschaft und auf einmal ist man eins noch hinten, ja, aus nichts in Wahrheit. Und dann haben sie sich aber zurückgekämpft und haben auch noch die Riesenchance gehabt in der 92., 93., 96., das doch noch so hinzudrehen, dass sie Winterkönig werden. Aber ja, du kannst sagen, normalerweise muss man einfach verwerten. Aber Benz ist einfach in einer Überform, er zieht auch die Bälle im Moment an. Und wenn du so einen Lauf hast als Tormann, dann tust du als Schütze auch bei einem Elfmeter schwer. Der LASK somit nicht Winterkönig, sondern nur Dritter. Also man hat dann noch einen Verein vorbeiziehen lassen müssen. Aber trotzdem, wieder der LASK hat wieder eine sehr gute, ich sage jetzt mal, Wintersaison gespielt, bis zum Ende jetzt und auch im Europacup sehr gut performt. Die Austria hingegen, Jede Woche das Serve in Wahrheit. Ja. Es ändert sich nicht viel. Jetzt hat man zumindest. Geändert hat sich jetzt im. Die Resultate sind gar nicht so schlecht. Ja. Also das Derby 1:1, jetzt wieder 1:1. Also, ja, wenn man was suchen will, was positiv ist, kann man das schon hernehmen. Ansonsten hat nicht allzu viel funktioniert. Auch irgendwo verständlich, ja, es ist getrunken und drüber. Finanziell ist eine Unruhe drinnen. Die Spieler wissen auch nicht, wie es weitergeht. Also es sind alles nur Menschen, es sind keine Maschinen, keine Roboter. Und deswegen ist vieles auch zu verstehen. Aber für Austria natürlich nicht würdig, so wie sie insgesamt aufgetreten sind in der Meisterschaft bis jetzt. Jetzt auch noch das Glück gehabt eben mit Benz, dass er den Elfer hält, sonst hätte man wie gegen den WRC quasi noch den Punkt verspielt. Gegen den WRC hat man auch in der Nachspielzeit dann das 2:3 bekommen. Bei der Austria fällt auch auf, Heimspiele, ein Sieg in 6 Heimspielen, ein Sieg in den Auswärtsspielen, 2 Siege in 12 Runden, so wie du gesagt hast, eine Austria nicht würdig. Nein, es ist... Da ist vieles schiefgegangen. Natürlich muss man jetzt ein bisschen so die Fehler auch, oder kommen die jetzt so richtig zu tragen, ja, die man ja viel früher schon gemacht hat. Transferpolitik und was auch immer, die vielen Trainer, die es gehabt haben. Und das hat alles nicht funktioniert, rennt nicht rund, man hat nie eine Linie gefunden. Und das ist natürlich insgesamt nicht förderlich und so kann man auch nicht auf die Erfolgsspur kommen. Also Peter Stöger, erfahrener Mann, probiert alles. Aber es gelingt dem auch noch nicht so richtig, dass man da eine Mannschaft formt, die da halbwegs mithalten kann. Also da ist nach wie vor viel Arbeit, aber ja, man muss ja sowieso nach vorne blicken, man muss die positiven Dinge herausholen und schauen, dass es besser wird.
Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal die Austria am 10. Tabellenplatz gesehen hast? Vielleicht einmal nach der ersten Runde oder so, wenn man die verloren hat, oder? Ich muss ehrlich sagen, was soll ich da sagen? Ich habe die Austria jetzt nicht immer so am Schirm, dass ich die so beobachte. Aber dort gehört sie einfach nicht hin. Ja. Das ist auch für den österreichischen Fußball nicht gut. Da gehören zwei starke Wiener Mannschaften her und diese Rivalität, der österreichische Fußball lebt ein bisschen auch davon. Und ich hoffe, dass man sich da finanziell halbwegs erfängt und die nötigen Maßnahmen und die richtigen Partner findet, weil es schaut im Moment nicht gut aus. Also da muss man echt sagen, hoffentlich geht es in eine richtige Richtung jetzt. Ein Blick auf die Tabelle noch, die Auswärtshinter mit 11 Punkten, der 6. Platz derzeit der WRC Innen mit 16, also da fehlen auch schon ein paar Punkte da. Wir werden jetzt nicht schwarz malen, aber nein, schwer genug. Das untere Playoff quasi ist ja dann schon so fast schon wieder, dass man sagt, die Austria wird wieder damit Vorlieb nehmen müssen. Ja, wir wissen alle, da gehört der Austria nicht hin, aber es ist im Moment so und es ist ein schwerer Weg wieder hinauf. Da gilt es einfach, die Hände einmal aufkrempeln und arbeiten. Ja. Einen Wiener Verein, der derzeit eigentlich auf einer Erfolgswelle schwimmt, wo man eigentlich das aber nicht so jetzt mitbekommt, weil er immer kritisiert wird hin und wieder. Rapid Wien, 1-0 gewonnen bei der Admira. Ercan Kara per Kopf, 6. Saisontreffer für den bulligen Mittelstürmer der Rapidler. Die Admira in Wahrheit in diesem Spiel chancenlos gewesen? Ja. Die Admira, ja, ein Spiegelbild der ganzen Saison in Wahrheit. Der Ausreißer gegen Salzburg, weiß ich nicht, wie sie das geschafft haben. Das haben wir schon gesagt, Salzburg ist halt hin und wieder. Ja, aber trotzdem, ja, das war ganz ein anderer Auftritt gegen die Salzburger, warum auch immer. Also die Burschen hätten es wahrscheinlich drauf, aber irgendwie stimmt scheinbar die Einstellung nicht ganz. Auch sehr viel Unruhe im Verein und mit Magath und Trainer wechseln hin, her. Verstärkungen gefordert, Unzufriedenheit, also das ist alles nicht förderlich. Und Rapid hat, glaube ich, auch eine richtige Reaktion gezeigt, haben sich zwar schwer getan mit den Torschüssen, weil viele Chancen wieder mal vorhanden waren, aber man hat sich das Leben nicht so leicht gemacht, weil viele Chancen ihm vergeben worden sind. Ansonsten muss man so zu Rapid sagen, sicher in der Meisterschaft ist alles möglich. Doppelbelastung ist weg, also man ist ja im Cup-Weg, man ist international weg. Jetzt kann man sich echt auf die Meisterschaft konzentrieren und ja, wer weiß, was passiert. Ja. Alles andere war nicht gut. Mhm. International gegen Molde ausscheiden, ich will nicht sagen blamabel, aber ganz schlecht. Und dann natürlich diese Niederlage gegen Salzburg, das schmerzt schon sehr. Und dann die vergebenen Chancen, ganz nach oben zu kommen, wir wissen es alle, gegen die Tiroler. Gegen Ried, glaube ich. Also da hat man schon sehr viel liegen lassen. Aber man ist nicht abgerissen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, ja, dass man Hoffnung schöpft, dass man jetzt im Winter sich erholen kann. Es waren ja auch viele Verletzte, viele Problemchen. Und man ist nicht abgerissen in der Meisterschaft. Und ich glaube, das muss man sehen. Und insgesamt die Entwicklung. Da sollte man nicht jetzt wieder anfangen, alles schwarz zu malen und sich jetzt auf seine Stärken zu konzentrieren. Und vielleicht kann man wirklich bis zum Schluss Salzburg oder LASK oder Sturm auch noch ärgern und da mithalten. Ja. Du hast es angesprochen, 0-3 gegen WSG Tirol zu Hause, 1-1 gegen die Austria, 3-4 gegen Ried, die Ausrutscher der Rapidler, wenn man jetzt nur die drei hernimmt. Da wäre dann einiges noch möglich gewesen, ja, wenn man nur einen möglich. Sieg daraus natürlich. Holte, würde man ganz oben stehen. Aber es ist kein Wunschkonzert. Nein, es ist kein Wunschkonzert, der Fußball. Aber man kann schon sagen, du hast es angesprochen, Gemolde ausgeschieden, dann dieses Cup-Spiel gegen Salzburg gehabt. Und wenn jetzt gegen die Admira das nicht geklappt hätte, hätte man gesagt, dann, ein Wahnsinn. Dann wäre die Krise wieder so perfekt gewesen. Dann wäre sie perfekt gewesen, auch zu Recht, muss man sagen. So kann man sagen, okay, ein Punkt. Und es ist eh alles auf Schiene, ja? Bis auf international und Cup halt. Das ist viel leichter im Cup halt, ist dann letztendlich auch international dabei sein, wissen wir auch. Aber gut, das hat man vergeigt und jetzt gibt es volle Attacke auf die Meisterschaft und jetzt Erholung. Und wichtig war jetzt, dass man zumindest die 3 Punkte geholt hat, ja, aus meiner Sicht, nach so einer schlechten Phase. So in die Winterpause gehen, da kann man schon Hoffnung schöpfen, man ist nicht abgerissen und jetzt voller Tage auf die Meisterschaft. Ja. Kara, 6 Tore, für dich eine Entdeckung der Saison gewesen? Absolut. Also
also wie er sich weiterentwickelt hat und reingefunden hat, das ist nicht so leicht bei einem Spitzenklub so wie Rapid. Das ist schon ein Riesenunterschied, ja, ob man in der zweiten Liga spielt bei Horn oder bei Rapid. Und er hat das tadellos gemeistert und da ist noch mehr drinnen. Ja. Also man muss, darf sich auch nicht zufrieden geben und weiter hart an sich arbeiten. Aber er ist einer, der weiß, wo er zu stehen hat und auch einer, der seine Chancen auch nicht immer, eh klar, aber doch ja, mehrheitlich verwertet, wenn er eine gute Chance hat. Die Admira, die graue Maus aus der Südstadt, Tabellenschlusslicht, 12. Platz jetzt in den Winter. Dort ist nicht viel Hund gelaufen, viele Trainerwechsel, Magath hat sich immer wieder eingemischt in dieses Ganze. Sollte er sich da raushalten und den Trainer mal die Transfers machen lassen, nicht selber irgendwelche Spieler holen? Meierhofer zum Beispiel unter Buric überhaupt keine Chance, nur auf der Tribüne ein Wunschspieler von Magath gewesen damals. Ist das auch, der Admira hat jetzt immer wieder junge Spieler auch eingebaut, das muss man auch sagen, ob das jetzt Aiwu war, Vorsager, Bauer ist von Ebrechtsdorf gekommen, das muss man schon sagen, aber ist dort wirklich ein bisschen mehr Unruhe, wenn man jetzt alle 3 Wochen überspitzt gesagt die Trainer wechselt? Ja, ich habe es eh angesprochen, also dass keine Linie erkennbar ist, ist ganz klar und man kennt die Rolle von Magath gar nicht ganz so genau, aber er dürfte sich sehr viel einmischen und dann aber doch nicht da sein. Also es ist nicht rund und das sieht man letztendlich auch. Ja. Es ist der Trainer jetzt auch schon unzufrieden, der verlangt Verstärkungen, nur wie das gehen soll finanziell, weiß man auch nicht wirklich. Wobei es ja nicht immer darauf ankommt, aufs Geld und wer hat mehr Geld, sondern es kommt darauf an, wer findet die richtigen Spieler. Ja. Für die Positionen, die sich der Trainer erwartet. Und da ist sicher viel Arbeit, extrem viel Arbeit. Da muss man, glaube ich, sich einmal so zusammenraufen, dass das eine Einheit wird, auch von oben her. Dass da nicht immer nur der Magath derjenige ist, der da umrührt, sondern dass man da wirklich mit dem Trainer da sehr viel auf den Trainer horcht, weil der kennt die Mannschaft am besten und weiß, wo es happert und wo Verstärkungen herkehren. Und vielleicht kann man sich da arrangieren und dann muss man sich, oder es kommt darauf an, wo man sich dahin orientieren will. Nicht? Absteigen will man nicht. Einen Vorteil haben Sie aber, die Admiraner, Sie kennen den Abstiegskampf, ne? In den letzten Jahren. Sie also kennen den haben Sie besten kennengelernt. Ja, Sie kennen ihn perfekt, den Abstiegskampf. Und irgendwie schaffen sie es auch immer wieder, dass sie eben nicht absteigen. Aber wenn sie so weitermachen, dann werden sie wirklich einmal absteigen. Sturm Graz gegen St. Pölten, unser nächstes Spiel. Ein 3:0 für die Grazer. Und da muss ich mal sagen, Hut ab vor Trainer Ilzer und seiner Mannschaft. 9. Sieg in 10 Spielen. Janscha mit dem 1:0, dann Friesenbichler mit dem 2:0, Balle dann gegen Schluss das 3:0. Zweiter Platz hat es gegeben als Lohn dafür. Für dich sicherlich auch eine Überraschungsmannschaft, oder? Überraschung, Lohn ist der richtige Ausdruck, glaube ich, weil dort haben wir richtig gut gearbeitet und vor allem Ilzer passt zu dieser Mannschaft, ja? Also, und zu dem Verein. Also das hätte man sicher auch nicht irgendwo erwartet, weil es ja doch bei der Austria ziemlich schief gegangen ist. Aber die Mannschaft spielt extrem kompakt. Ja, man sieht es ja an den Gegentoren, also die wenigsten Gegentore, glaube ich, sogar überhaupt. 5. Es ist eigentlich irre. Ja. Und da hat schon sehr viel das System auch, das Ilzer den Burschen irgendwo eingeimpft hat, damit zu tun, dass sie aus einer kompakten Defensive einfach auch extrem gut umschalten und dann auch effizient abschließen. Ja. Also Das war gegen St. Pölten so jetzt, dass sie auch gewackelt haben. Es gibt da Phasen, wo Sturm immer wieder wackelt und die Gegner nutzen es aber nicht aus. Entweder ist der Simhandel da oder ein Abwehrspieler und wenn sie dann umschalten und die Chancen haben, dann verwerten sie es. Also das ist auch, wenn du so in einen Lauf dann drinnen bist, ist das alles viel einfacher. Janscher auch in Hochform wieder einen Treffer gemacht. Ja, muss man ehrlich sagen, dass der Bursche so richtig Spaß wieder hat am Fußballspielen. Das sieht man in jeder Aktion und die Dynamik, die er hat, die Routine natürlich mittlerweile. Passt alles sehr gut zusammen. Das ist wieder das Gegenteil, dort ist wieder alles rund, ja, und das merkt man. Ja. Die Spieler passen zusammen, das ist eine Einheit. Trainer ist jetzt mittendrin und steuert und
und lenkt die Mannschaft perfekt. Also schaut ganz gut aus im Moment. Hat ja bei den Grazern auch nicht immer so gewirkt in der letzten Zeit. Aber ganz kurz will ich dich natürlich noch etwas fragen. Du kennst es am besten, ein Trainer wie Ilzer zum Beispiel. Bei der Austria hat das gar nicht funktioniert, bei Sturm Graz auf einmal so einen Höhenflug. Natürlich ist da auch eine Mannschaft immer dazwischen, die das auch umsetzen muss, was ein Trainer verlangt von einer Mannschaft. Das passt halt einfach bei Sturm besser als bei der Austria, oder? Oder gibt es andere Faktoren auch noch, wo man sagt, vielleicht hat er nicht alles dürfen, vielleicht waren die falschen Spieler. Wir wissen es ja nicht, was jetzt wirklich der Hintergrund war. Aber es ist schon komisch zu sehen, in der letzten Saison mit der Austria desolat und jetzt mit Sturm Graz sensationell. Ja, es ist fast nicht vergleichbar. Ja. Das ist, die Austria ist die Austria, Sturm Graz ist Sturm Graz. Und möglicherweise hat er sich dort zu viel Druck gemacht. Ja. Er wollte halt den nächsten Schritt machen, wollte Großes erreichen mit der Austria. Und das ist genau nach hinten losgegangen. Und dann wirst du auch als Trainer verunsichert, dann probierst du zu viel herum und bist dann immer sicher, ist meine Vorstellung die richtige. Und dann geht es in eine Abwärtsspirale, so wie es bei der Austria. Und jetzt ist es umgekehrt, ein Neubeginn, andere Spielertypen, anderer Verein, anders geführt. Und auf einmal passt das alles zusammen, auf einmal wird das rund. Also das ist oft nicht wirklich jetzt logisch erklärbar, aber ja, ich habe schon gesagt, andere Spielertypen, die vielleicht seine Ideen, seine Vorstellungen, sein Konzept besser umsetzen können. Und es ist ja dann auch so, wenn was greift, wenn die Spieler dann Vertrauen fassen in das, was der Trainer ausgibt, dann geht es auf einmal in die andere Richtung. Dort geht es dann bergab, dann gewinnen sie einmal mit dem System und mit dem Konzept, was er sich vorgestellt hat. Und auf einmal ist ein riesen Selbstvertrauen da. Und dann geht es beim nächsten Spiel vielleicht wieder gut. Also das geht dann in eine Aufwärtsbewegung, die man auch nicht wirklich erklären kann. Aber was mir gefällt, ist, dass er sich nicht unterkriegen hat lassen nach den Misserfolgen bei der Austria. Dass er da gesagt hat, okay, nein, ich bin ein Fußballverrückter, ich mache weiter und versuche es bei einem anderen Verein. Und bis jetzt schaut das alles sehr gut aus. Die Grazer sicherlich nicht zufrieden, dass gerade jetzt die Winterpause kommt. Die St. Pöltener freuen sich vielleicht ein bisschen, nur ein Sieg in den letzten 6 Spielen, denen ist ein bisschen die Luft ausgegangen, 0-3 und damit ist man unterm Strich. Ja, mit denen kann man auch nicht rechnen, dass der WRC gewinnt bei Salzburg. Also, ansonsten, glaube ich, der Start war sensationell, muss man ehrlich sagen. Luft ausgegangen. Es ist so, dass sie einen sehr erfrischenden Fußball spielen. Das hat sich auch geändert unter Robert Ibertsberger. Und es gibt ein paar Phasen, wo man dann relativ naiv ist. Ja, da gibt es dann in der Vorwärtsbewegung Fehler. Dann ist man offen, so wie es jetzt eben war bei Sturm Graz. Eher würde ich sagen, teilweise naiv, weil man hat ja auch dort Chancen gehabt, nämlich sehr gute sogar, wenn ich mich erinnere. Schmidt und es waren 2-3 sehr gute, hochkarätige Chancen. Die hat man dann eher stümperhaft vergeben. Und wenn du die dann nicht machst und du bist nicht aufmerksam genug, dann scheppert es einmal im Gegenzug. Und gerade Sturm Graz ist halt eine Mannschaft, die das, wie wir eh gesagt, derzeit einfach jeden Fehler ausnutzt. Ja. Also ich würde dort nicht alles schlecht sehen. Man ist auf einem sehr guten Weg. Aber man muss gewisse Dinge natürlich abstellen. Ja. Diese Kompaktheit in der Defensive ist halt enorm wichtig. Und da muss man dran arbeiten. Und dann gibt es noch, und da frage ich dich nochmal, Trainereffekt. Du wirst ja das auch schon öfters gehört haben oder bei dir auch schon erlebt haben. Unfassbar, dieses Wort Trainereffekt. Das Phänomen, Ja. Es trifft zu, wie bei Ried, Schweizer statt Baumgartner 3-1 in Tirol gewonnen. Ja, also irgendwie, der Schweizer passt zu dem Verein, zu der Mannschaft. Weil ich glaube, er hat zweimal jetzt als Cheftrainer. Ja. Gegen Rapid sogar. Ja. Zweimal als Cheftrainer agiert und zweimal eindrucksvoll eigentlich gewonnen. Woran das liegt, ist eine gute Frage. Das kann man oft selber nicht erklären. Aber es ist natürlich da überhaupt kein Druck da. Ja. Und das verspüren dann die Spieler auch. Da kann man befreit aufspielen, da kann man eigentlich nur gewinnen. Und ganz anders auftritt irgendwie. Ja. Das ist ein Phänomen, das geht auch oft genug schief. Ja. Also das darf man nicht sagen. Jedes Mal Trainerwechsel, das ist das goldene Rezept. Aber in dem Fall ist es so und war es so. Leider Gottes glaube ich, dass das nicht der Fall sein wird, dass man den Schweizer überreden kann, dass er Cheftrainer bleibt. Ich glaube, beruflich bedingt.
Da ist man auf der Suche, gibt es einige Kandidaten. Bin schon sehr überrascht. Ja. Der erste Auswärtssieg, der Rieder. Dann in Tirol, die ja zuletzt auch nicht so schlecht agiert haben. Ne? 17 Punkte nach 12 Spielen. Ja. In der letzten Saison 12 Punkte nach 12 Spielen. Also haben sie auch gemausert ein bisschen. Ne? Sind angekommen. Ja, jetzt. Überraschend. Also das muss man ehrlich sagen, für mich fast die größte Überraschung, dass die Tiroler da sich so gut verkauft haben. Die müssen wieder, glaube ich, daran arbeiten, dass man jedes Spiel so extrem konzentriert und ernst nimmt. Weil das sind ja eigentlich die Konkurrenten, nicht Ried, genau. nicht Rapid oder sonst wer, sondern eher... Das sind ja nur Bonuspunkte gegen Rapid, kann man so sagen. So ist es, ne? Ja. Aber das sind eigentlich die wichtigen Spiele und noch dazu zu Hause. Also trotzdem bleibt es für mich eine Überraschung und ja, sorgen dafür, dass die Liga interessant ist. Fünfter Platz, 17 Punkte. Ja. Hätte man andere Mannschaften wahrscheinlich eher dort erwartet, so oder? Als die Tiroler. Kann man beruhigt sagen, es ist schon irgendwo die Sensationsmannschaft. Letztes Spiel in dieser letzten Runde vor Weihnachten, Hartberg-Altach. 1:0, Reiko Repp hat es gemacht. Die Hartberger ja, mit dem nächsten Dreier, wir sehen sie jubeln hier bei uns, ja. Eingebildet. Man kann eigentlich sagen, Hartberg hat auch 14 Punkte aus 12 Spielen. Sie haben trotzdem, für mich ist das immer so, trotzdem Hartberg ist wie der WRC, so was Kleines. Das ist nicht Frankfurt oder... Nein, man kann mit der Arbeit absolut zufrieden 100% sein. 100%, oder? Ja. Unfassbar. Es ist toll, was dort passiert ist. Man kann es nicht erwarten, dass das so weitergeht, dass man nur auf der Wolke und auf der Welle schwimmt, dahin schwimmt. Dazu sind die Mittel einfach nicht da. Aber... Ich glaube, dass man sich da auch so begonnen, eher schlecht. Ja. Was die Hartberger ja immer ausgezeichnet hat, ist wirklich ein erfrischender Fußball, ja, mit sehr viel Offensivdrang, viele Tore eben geschossen, aber auch immer sehr viel bekommen. Und wenn du die Tore dann vorne nicht schierst und du kriegst trotzdem viele Tore, dann wird es nicht so erfolgreich sein unterm Strich. Aber durchaus so, dass tut gut natürlich jetzt auch, der war zwar ein knapper Sieg, aber wichtiger. Da haben wir das war wieder eine Mannschaft, die du fast besiegen musst zu Hause, ja, Alltag. Und es war nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Ja. Ein 1:0, das erste Mal ohne Gegentreffer geblieben in dieser Saison. Nach 12 Spieltagen auch einmal etwas Schönes. Mit dem kann man dann auch in die Weihnachtspause gehen und sagen, okay, jetzt haben wir mal kein Gegentor bekommen. Die Altacher, vorletzter, 8 Punkte. Wenn man sich da anschaut, gegen die Wiener ausgeschieden im Cup, auch in der Meisterschaft, da passt auch irgendetwas nicht. Letztes Spiel jetzt ist wirklich wie so ein Spiegelbild in der Saison gewesen, oder? Ja. Also statt einem 0:0 wieder 0:1 verloren. Ja, also da hat nicht viel funktioniert. Der Trainer hat schon auch ein paar Mal so angekündigt, dass er irgendwie keinen Draht zu den Spielern hat, dass er da fordert, ganz eine andere Einstellung. Qualitätsfrage wahrscheinlich auch ein bisschen, aber ja, da muss man sich überlegen, ja, will man da so weitermachen oder ändert man was, weil so wird keiner zufrieden sein. Also Spieler wollen ja auch in Wahrheit immer gewinnen, aber da muss sich einiges ändern. Ja. Da hat man überhaupt noch nicht in irgendeine Richtung gefunden, dass man erfolgreich ist. Ja. Ob das jetzt ist mit einer erfrischenden Offensivtaktik oder defensiv, das ist irgendwo ist nicht viel erkennbar aus meiner Sicht, wo man da jetzt, wo man hin will, ja, was für eine Ausrichtung man hat. Also da ist man so in einer Phase, wo man, glaube ich, irgendwo sich selber finden sollte und eine klare Linie auch dann ausgibt vom Trainer her. Was will man in Wahrheit erreichen, ja, wenn wir nur irgendwie dabei bleiben oder man hat mehr vor. Also das ist so ein bisschen ein Wischiwaschi im Moment. So unerfolgreich war man in Altach ja auch nicht, nicht? Hat man ja auch schon mal Europa gespielt. Hat man auch schon bessere Zeiten gesehen. Genau. Natürlich. Michi, ich sage danke, dass du bei uns warst, für deine Analyse natürlich wieder der 12. Bundesliga-Runde hier bei uns auf Krone TV. Jetzt darf ich dich noch etwas fragen. Weihnachten steht vor der Tür. Vorbereitung oder eher Ruhepause? Was steht bei dir so an? Die Sportler werden sich jetzt ein bisschen erholen und es geht ja schon Ende Jänner wieder weiter mit der Meisterschaft. Also allzu lang können wir alle nicht Ruhe geben. Das ist auch gut so. Wir sind gewohnt, immer wieder Gas zu geben.
Jetzt sicher einmal besinnlich, jetzt steht einmal natürlich die Familie im Vordergrund, ganz klar. Und vor allem, dass wir alle irgendwo in bessere Zeiten wieder reinsteuern können und ein bisschen positiver alles sehen. Das fordert uns alle sehr, diese Krankheit, muss ich ehrlich sagen. Vor allem die Jugend auch. Und das ist, glaube ich, also mein größter Wunsch ist, dass da ein bisschen Stabilität wieder einkehrt, dass alle wieder ein bisschen Freude am Leben haben und dass sich das alles beruhigt. Vielleicht ist die Impfung, kommt ja gerade jetzt zur rechten Zeit und das beruhigt sich alles ein bisschen und es geht alles wieder in die richtige Richtung. Das würden wir uns alle, glaube ich, sehr, ich wünsche mir es sehr und viele andere auch. Und natürlich, was wir uns noch wünschen im Frühjahr, dann vielleicht auch Fußballspiele mit zuschauen. Ja. Das ist halt wieder auch was Schönes. Das ist natürlich das, was uns jetzt, wenn man das so betrachtet, uns am meisten abgeht. Weil deswegen läuft man eigentlich aufs Spielfeld und deswegen spielt man auch Fußball, ja, dass man Zuschauer begeistern kann. Ich sage danke. Ich wünsche dir natürlich frohe Weihnachten. Wünsche ich dir auch. Auch einen guten Alles Rutsch. Gute. Genau, und das wünschen wir natürlich auch unseren Zusehern. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und sehen Sie wieder mit der Bundesliga-Analyse und mit Michi Konzel natürlich im Jänner wieder, wenn es wieder heißt, der Ball rollt in der österreichischen Bundesliga. Ich darf mich verabschieden. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Boom, 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 boom.